Monkey Town. Und es ist Tag. Ja, tatsächlich, das Spiel richtet sich ein bisschen nach der Tageszeit. Letzte Folge habe ich nachts aufgenommen. Ja, habe hier eine ganze Zeit lang rumgestanden. Gut, Part 2, Pokémon Uranium, Let's Play mit dem Zwangfürst. Na dann, auf geht's zu Gras, Route 1. Wir starten. Hey there, Zwangy, I want to show you and Theo how to catch Pokémon. Can you go get him? Achso, ich muss erstmal Theo holen. Theo, kommst du her? Wo ist denn der Mann? Unser Rivale. Ist das sein Haus? Korrekt. Den kenne ich auch schon aus dem Vorspann. What did you say to my son? He ran upstairs, crying and locked the door behind him. He won't tell me what's wrong or come downstairs. Er hat einfach einen Kampf verloren. Nix weiter. War zu schwach für mich. I swear if you did anything to hurt him. Oh. So that's how it is? That's how it is. Bab, bab. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich schon wieder... Ja, na toll. You beat him in the battle. I see. That explains it. Harsh lesson to be sure, but losing is a much part of being a trainer as winning. He had his heart set on the state being perfect. Er hat verloren. Er muss lernen, dass auch Verlieren dazugehört. Theo, calm down and wait. Come downstairs right now, young man. Theo, you can't cry every time you lose a battle. That's just part of being a trainer. But isn't it fair? So you took the better start on me. Now I am never gonna win. Then you'll have to catch more Pokemon to balance with your team. Weakness. Besides, a well-raised Pokemon can still win even at a disadvantage. There's no sense in giving up before you begin. Gib nicht auf, bevor du angefangen hast. Ja, fang Pokémon und balanciere dein Team aus. Yes, Dad. No, Theo. I won't always be around to pick you up when you're feeling down. So try the best strong for yourself, okay? Zwangy, please be patient with my son. He looks up to you, you know. Oh, I nearly forgot Zwangy. Theo, I have something for you. Like a present? Nein. Tritt in die Fresse. Punch. Yes, exactly. Zwangy, your father Kellen sent me these and told me to give them to you both when you began your journeys. I'm sure it will come with useful. Pokébot! Okay, wir haben Pokébot erhalten. It's a high-tech device that's indispensable for Pokémon Trainers. Ja, okay. Spielt Musik und included eine Map. Ah, okay, eine Karte und Musik. Okay, interessant. Cool, I got the good one. It's cooler than yours.
I'm gonna meet the professor by the edge of town. I'll be the first to catch Bogborn. By that, keep up, Zwergi. Okay. Well, talk about a dramatic turn turnaround. He always bounces back quickly. Zwergi, you don't want to keep the professor waiting. So you should get moving too. I won't see you Tiro again for some time. Yeah. Best of luck on your journey, Zwergi. Gut, jetzt haben wir Tiro geholt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der überhaupt Tiro ausgesprochen wird. Das ist also vielleicht auch Tiro ausgesprochen. Ist ja ein Englisch, ist ja ein englisches Spiel, so noch englische Namen, also bestimmt wird er nicht so deutsch ausgesprochen. Gut, weiter geht's im Spiel. Der Zwerg. Now that you and Tiro here again. Was? Okay, da habe ich was gelesen, was gar nicht da war. It's time to begin your first lesson as a Pokémon trainer and field research aid. Now watch closely. White Pokémon, as you probably already know, inhabit tall grass. But that's not the only place you can also find them in caves, in water, and even in cities, if you know where to look. Still, that grass is going to be your best bet for finding new Pokémon. Simply take a few steps in and look, it's a white Chimnunk. They very common around here. It hasn't noticed me yet, so now's my chance. Go, Electros. Ah, das Elektrostarter. Was? Elektrostarter? Okay. I think he's taken a shine to me, and I rather like him too, so I'm gonna keep him. Now the next step is to weaken the enemy Pokémon to make it easier to catch. Electros, use Tackle. Okay, die Pokémon-Namen muss ich noch merken. Die muss man auch noch lernen, wie man die richtig ausspricht, aber... Ja. Also mit dem Englisch komme ich mittlerweile halbwegs zurecht. Also es ist ja... Es ist ein bisschen anstrengend, Englisch zu lesen. Weil ich wirklich... Naja, bin nicht gewohnt, Englisch zu sprechen. Ich spreche auch nicht gerne Englisch, aber... Ja. For English subscribers, I'm sorry if I speak very bad English. I'm a German guy and I don't speak English at my mother language. Yeah. My English is not the yellow phone tag. Yeah. English is under all canon. Genau das. Now that it's vacant, now's my chance to catch it. Pokémon Go! Oh, gefangen. And that's how it's done. No Chimnunk are fairly easy, but you sure encounter Pokémon that are not harder to catch up. For those you might need to inflict them with status effects or use a special poker ball. Ja, das übliche, die üblichen Erklärungen. Wer schon mal ein Pokémon-Spiel gespielt hat, der weiß, was hier der Professor alles so sagt. Das ist also, das muss man eigentlich überwitzen, das ist ja eigentlich, ja. Man muss das Pokémon schwächen, bevor man es fängt, und am besten schläfert man es ein, oder vergiftet es, oder
macht irgendwie eine andere Sache, die das irgendwie schwächt und, oder benutzt einen besseren Pokéball als einen Pokéball, einen Superball, einen Meisterball, auf dem Taub-Simon-Gras. Ja, sowas in der Art. But I'm sure you'll get the hang of it before too long. 22, these are for you. Pokédex erhalten. Der Pokédex ist ein Enzyklopädie, die automatisch sich updatet, wenn ich ein neues Pokémon fange. Ne, nicht fange, sondern ein Grasbegegner. Jetzt fange ich mir an zu übersetzen, das sollte ich lassen. It's really important for my research to make. Ja. Schaut für, ja. Wir sollen Pokédex füllen und dann große Trainer werden für ihn. Pokébälle erhalten, sehr gut. Wir sollen für ihn die Welt bereisen und seinen Pokédex füllen. Kachamal, ja, das ist der übliche Text, den man aus Pokémon RPGs so kennt. Route 1. So. Lesson 1 ist over. Die erste Lehrstunde für den Pokémon-Kampf ist vorbei. Na dann. Na dann. Hofft auf ein baldiges Battle. Na dann, na komm, erstes Pokémon im hohen Gras. Was? Keine Pokémon für uns. Road to Cavalier Town, Mookie Town. Ja, Route 1. Ich will ein Pokémon fangen. Na komm. Warum nicht? Na gut. Route 1. Vielleicht treffen wir hier irgendwo Pokémon. Das wäre zumindest ganz gut. Sprint-Taste. Oh, da ist ein Trainer. Ah, nice. Unser erstes Pokémon im wilden Gras. Im wilden Gras, ja genau. Das erste wilde Pokémon im wilden Gras. Kupuk. Okay, Level 3. Sieht gar nicht so scheiße aus. Was für ein Pokémon ist das? Ich fange es erstmal. Rausschneiden. Nee, wir wollen's fangen. Es noch nicht komplett zerstören. Ich weiß gar nicht, was das für ein Pokémon ist. Ich kenne die neuen Pokémon hier. Was Pokémon noch nicht. Weiß dann noch nicht, was man hier besser fangen sollte und was man eher lassen sollte. Ich fange erstmal das Pokémon und schau mal, was bringt. Ansonsten lass es wieder frei. Pokémon wechseln wollen wir nicht. Ab in den Beutel. Pokéballs. 5 Hammer. Juice. Na komm. Zack und 1, 2, 3. Nice. Dutscha. Kupuk wurde gefangen. Nehmen Pokédex. Love-Bug-Pokémon. Okay. Ein Käfer-Pokémon. Wenn ich das richtig übersetze. Ein Charles Charakter Instinct mit Bugs. And Mamel Pokémon. Being in its presence. Has a calming effect. Okay. Nickname für das Käfer-Pokémon. Ja, bin ich mir gar nicht sicher, ob wir das im Team behalten oder ob das irgendwie überhaupt da, das überhaupt bleibt. Na gut, du heißt jetzt erstmal Kid. Ein kleiner Käfer. Und nur die Level 6. Sehr gut. Mal schauen, ob ich dich im Team behalte oder ob ich noch einen Ersatz-Kid besorge. Ein treuer Moderator auf meinem Kanal und auf meinem Discord. Okay, da sind schon die ersten Trainer. Wollen wir mal gucken, was noch so viele Pokémon gibt, die wir hier fangen können.
Oh. Birby. Na komm, das müssen wir fangen. Das ist das Flugprogramm. Das holen wir uns. Nee, noch nicht fangen. Lass mal. Scratch. Ich würde, glaube ich, das Käferproben erstmal raussortieren. Das wird wahrscheinlich sowas. Wird sowas in der Art sein wie. Das wird so ein Raupi sein oder sowas. Das wird sowas in der Art sein. Deshalb tue ich das dann wahrscheinlich erstmal auf die Box. Sobald wir im nächsten Pokémon Center sind. Also. Aber den hier werde ich wahrscheinlich im Team bei Derby Level 2. Das ist doch, scheint doch das Flieger-Pokémon, das Flug-Pokémon zu sein. Das taucht sich von Pokémon rein. Baby Starter und Pokédex. Normal Flug, ja, genau das brauchen wir. Eden Birds Pokémon. Das defends itself bei Daisy's Link Opponents. Bei Flashing Spiky Connolt Plum Match. They are known for the elaborate suit. Du kriegst den Spitznamen. Ja, der hatte schon angefragt, den habe ich schon angefragt und hat gesagt, ja, der wollte ein Pokémon, dem habe ich angeboten, dass ein Pokémon in Pokémon Uranium sein wird. Und der wollte, jetzt bist du ein Bird. Ein Birby oder wie das hieß. So, mein Team sieht jetzt folgendermaßen aus. Ja, die Maus brauchen wir eigentlich gar nicht zum Nutzen. Modi, Kit und Prumpy. Ja. Das Kit wird wahrscheinlich. Schauen wir mal, wie es sich im Kampf. Im Kampf tut. Werden wir wahrscheinlich wieder auf die Box tun. Jetzt haben wir noch ein paar Tränke hierbei. Potion. Juice. Momentan haben wir nur einen Trank. Prumpy. Den hätten wir auf Modi einsetzen sollen, aber gut. Last Potion. So, na dann. Erster Pokémon-Kampf. Erster wilder Trainerkampf. You are a new trainer. I just started too. Okay. Wird auch gerade im Abenteuer gestartet. Last unit. Looks like to battle. Pokémon-Trainer lässt fordert dich heraus. Guten. Ja, das sieht auch interessant aus. Unser shiny Starter. Nice. Habe ich am letzten Part gar nicht, habe ich ja gar nicht bemerkt, habe ich gar nicht. Ja, und ich komplett ignoriert, dass ich da den Starter, den Shiny bekommen habe. Und ich habe mich gar nicht genug drüber gefreut. Habe ich erstmal gesagt, was das grüne Starter bekommen? Sieht aber nicht aus wie Feuer. Ja. Es war spät am Abend, ich habe da noch nicht, ich habe nichts. Ja. War nicht mehr ganz wach. Los, verbrenne es. So, Oten besiegt. Nice. Zwecke besiegt die Trainerin Ness und geht siegreich aus dem Kampf. Gehen sie hervor. Zwecke, Gott. 120 Pokémon genau. So, hier mal weiter. Hier gibt's Beeren. Haben wir jetzt nur für die Beeren hier? Uranberries. Okay. Haben wir den Strauch gepflückt? Na, Beeren. Das ist. Ich weiß nicht, ob das. Ob wir das irgendwo viel gebrauchen können. So, back. Was, die Beerentasche ist alle? Wie kann das sein? Ah, 10 HP. Na, das kann. Das ist schon sinnvoll. Modi und Kit. Können wir Kit mal aufheilen? Ja, sehr gut. Ich würde das Team mal wechseln, wenn ich das kann. Das
Switch. Ja, okay, ja, doch, 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 doch. Switch mit Kit. Können wir mal Kit ausprobieren. Switch. Ja, gut. Also ich würde erstmal Kit und dann Pompi versuchen zu trainieren. Schauen wir mal, wie sie sich im Kampf weisen oder ob sie sofort versagen. Dann werden wir so. Also den Pumpi werde ich wahrscheinlich trainieren. Am Kit muss ich jetzt beweisen. Und wenn der sich jetzt, wenn der jetzt Scheiße baut und jetzt gleich kaputt geht, dann kommt in die Box. Na los, nächster Kampf gegen das kleine Kitty. Oh hey, Zwei. I just got a new Pokémon and I want to see how it fast. Ja, jetzt werden sich zwei Pokémon beweisen. Das Pokémon von dem Kind und von Kitty. Und mein Kid versus Pokémon von Kitty. So, was hast du denn so schön? Spinshot. Na? Okay. Die Attacke also. Wir haben noch keine Heilungsattacken. So, Tackle. Ja gut, das ist jetzt Level 3 gegen Level 5. Das ist natürlich... Naja, aber die Attacken, die waren jetzt auch nicht so... Ich weiß, worauf das hinausläuft. So, Gast und Flash. Flash. Versuchen wir es damit. Okay, das ist eine defensive Attacke. Okay, ich muss die Attacke auch erstmal lernen. So. Gast. Nice. Gar nicht schlecht. Ja, das behalten wir. Das Pumpi behalten wir. Pumpi, du bist jetzt ein Vogel-Pokémon. Der wollte eigentlich ein anderes Pokémon haben, aber ich glaube, die alten. Das Pokémon, was er haben wollte. Gibt's gar nicht. Ich würde gerade alte Pokémon sagen, aber stimmt ja so auch gar nicht. Ich glaube, der hat gut gekämpft. Der Pumpi. Shoot. Ember. Na komm, mach's alle. Nice. Nur noch die stehen kriegen. Oh. Und die überlebenden Pokémon kriegen Erfahrungspunkte, oder? Wahrscheinlich. Ist schlecht für unser. Für unser Flug-Pokémon, für unser Kumpi. So, mach's alle. Scratch. Nice. Birby besiegt. So, Kids besiegt. 20 Pokémon-Dollar geerntet. Skin schön abgezogen. Antidot. Okay. Oh, da haben wir das Ding. Shinimog. Okay, nee, das lassen wir jetzt nur bleiben. Wir können es besiegen. Für Level. Jetzt overleveln wir Mordi und die anderen lassen wir ganz aus. Wenn nicht. Das sind Erfahrungspunkte. Sehr gut. Was gibt's hier? Ein kleines Haus. Hallöchen. Hey, I'm a fisherman. These ponds next to my house have a wide variety of Pokémon. If you prove you are strong, I may give you my old fishing rod. But first you need to defeat Nonya. George City's Gym Leader. Ah, okay. Erst müssen wir den Arena-Leiter besiegen, dann kriegen wir hier eine Sache. Eine Angel wahrscheinlich. Mein Bruder ist a great fisherman. He loves water Pokémon. Ja, okay. Ich bin der Feuertyp. Stehe eher auf Feuer als auf Wasser.
Pokémon. A Potion. Das ist gut. Das können wir gebrauchen. Potion. Nee. Potion. Use. Und da brauchen wir wahrscheinlich Beleber. Modi. Your last potion. Ja, okay, weiter hier im Mond. Was? Surfer können wir noch nicht einsetzen. Na dann. Hier werden wieder Trainer umgangen. Ich muss meinen Burby trainieren. Aber das ist gerade leider K.O. Also, ja gut. Mein Modi hat schon ein bisschen Vorsprung. Das müssen wir eigentlich nicht, dass da, ja, muss das Team Urski nicht trainieren. Das ist halt blöd. Wenn Modi dann schon Level 15 müsste und der andere noch Level 2. Aber gut. Hier geht's lang. Ich komme später zurück und besieg dich. Kevlar Town. Okay, ich speichere. Ich hole jetzt hier mal Heilung für mein Pokémon. Und dann gehen wir wieder ins hohe Gras kämpfen. So muss das. So. Mit der Sprint-Taste bin ich noch nicht so gewohnt. Pokémon Center. Hübsche Musik. Muss mein Pokémon heilen. Nice. Das Dich legen wir wieder auf die Box. Move Pokémon. The Party Pokémon. So, und du kommst jetzt mal nach draußen. So, please. Und die Box, oh no. So, sehr gut. Lock off. Na dann, ab ins Gras. Der Pumpi muss trainiert werden. Ja. Sehr gut. Unser zweites Team-Pokémon. So. Auf ins hohe Gras. Das mit dem Sprint-Kopf-Knopf muss ich noch kapieren. So. Jetzt kämpfe ich gegen dich. Na komm. Don't run away from me. Dasselbe. Ja. Erstmal fordere ich dich heraus. Erstmal werde ich dich besiegen. Pumpi Level 2. Ja gut, ich habe immer noch keinen Tränker. Gast. Na komm, gib dein Bestes. Lass dich nicht sofort besiegen. Vielleicht kriegt er Erfahrungspunkte, wenn ich ihn jetzt wechsle. Bevor du besiegt ist. Jetzt mal eben Modi rausholen. Mann. Modi. Switch in. Na komm. So kann das doch klappen. Also in den Originalteilen. Wie das so. Wenn Modi jetzt den besiegt, dann kriegt der andere auch Erfahrungspunkte. Na dann, Ember. Na gut, das scheint ein Wasser-Pokémon zu sein. Das ist nicht ganz effektiv. So, Scratch. Das ist schon besser. Na komm, Modi. Ein Starter-Pokémon. Zack. Du kriegst das. Zack. Mach's auch noch. Und jetzt Erfahrungspunkte für beide. Pumpi. Erfahrungspunkte. Nice. Youngster Wick besiegt. 144 Pokémon dabei. Nice. So muss das. Im hohen Gras können wir jetzt noch gegen wilde Pokémon kämpfen. Vielleicht kriegt's da. Oh, Birby gegen Birby.
Sehr gut. Na dann. Lass dich nicht besiegen. Ja gut. Das war jetzt fast abzusehen. Berries habe ich nicht. Medizin habe ich auch nicht. Ja gut. Dann das Pokémon wechseln. Modi, du bist dran. Switchen. Du bist Modi. That's stupid. Don't let your dreams be dreams. Vitamin. Vitamin im Kopf. So, alle machen. Nice, Erfahrungspunkte für Pumpi. Pumpi Level 3. Sehr gut.